Warum gibt es Fördermittel? Was ist das Ziel? Ganz einfach. Oder andersrum, die Bundesregierung möchte praktisch die Unternehmen unterstützen, dass sie Energie einspart und somit auch eben den Kohlendioxid-Emissionsanteil in Deutschland zu reduzieren. Man möchte Förderung von investiven Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz durch den Einsatz von hocheffizienten und am Markt verfügbaren Technologien fördern. Und eben Förderung von investiven Maßnahmen zur energetischen Optimierung von industriellen und gewerblichen Anlagen und Prozessen zur Steigerung der Energieeffizienz. Also das sind jetzt, sage ich mal, so die Hauptziele unserer Regierung, mit was man eben die Fördermittel, sage ich mal, rechtfertigt und auch kreiert hat. Warum Fördermittel in Anspruch nehmen? So, jetzt noch ein neues, weil sie verfügbar sind. Eigentlich ganz einfach. Es ist schön, wenn welche da sind. Weil theoretisch bis zu 40% der Anschaffungskosten in Form von direkten Zuschüssen erhalten werden können. Da gehe ich nachher noch ein bisschen näher drauf ein. Weil Investitionsentscheidungen bei Neuanlagen deutlich erleichtert werden können. Weil die Motivation zur Steigerung der Gesamteffizienz bekräftigt werden kann und der Umwelt zuliebe. Und weil es einfach ist mit Keller-Lufttechnik. Gemäß unserem Motto, es läuft. Wie können Fördermittel abgegriffen werden? Und zwar haben wir zwei Organisationen, das ist zumal die BAFA, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle und die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Nochmal kurz zur Erläuterung, also die BAFA, wenn hier geht es eher um Investitionszuschüsse und KfW, Kreditanstalt, also Kredit schon das Wort darin, da geht es um Darlehen, aber da kommen wir auch noch näher dazu zu sprechen. Zu den allgemeinen Hinweisen, also Zuschüsse von bis zu 40% jeweils bei Modul 1 oder Modul 4 erhalten. Es gibt keine Begrenzung der Betriebsgröße bzw. der Mitarbeiterzahl. BAFA ist ein reines Investitionszuschussprogramm. Es gibt aber auch die Möglichkeiten, über die KfW-Bank ein Darlehen mit großzügigen Tilgungszuschüssen zu erhalten. Andere Banken und Förderinstitutionen der jeweiligen Bundesländer prüft der Energieberater, heißt konkret, die oben genannten, also BAFA und KfW, das ist das, was vom Bund praktisch bereitgestellt wird. Und dann, je nach Bundesland, gibt es nochmal eigene Fördermöglichkeiten oder Förderinstitutionen und das kann für Sie der Energieberater sozusagen herausfinden, was da noch für Fördermittel eventuell abzugreifen wären, wenn jetzt die anderen zum Beispiel ausgeschöpft wären. Und maßgeblich für die Förderung sind die technischen Mindestvoraussetzungen, und zwar Modul 1, Optimierung von technischen Anlagen und Prozessen. Und das Modul 4, energiebezogene Optimierung von Anlagen und Prozessen. Wie unterstützt Keller-Lufttechnik Sie bei der Realisierung einer förderfähigen Absauganlage? Also Keller-Lufttechnik hilft zunächst einmal bei der Lösungsfindung eines förderfähigen Absaugkonzeptes. Also im Endeffekt ist es die klassische Herangehensweise. Sie haben ein Projekt und wenn Sie sich an uns wenden, nehmen wir das Projekt für Sie auf, man bespricht es mit dem Kunden und eben im Zuge der Konzeptfestlegung, also der Art des Absaugkonzeptes, wird halt eben auch geschaut, in welcher Art und Weise man jetzt da eine Energieeinsparung generieren kann, was im Endeffekt auch Voraussetzung ist für einen Förderantrag, weil das ist maßgebend, man muss eine Energieeinsparung darstellen können. Wir bei Keller Lufttechnik haben entsprechendes Fachpersonal im eigenen Haus. Also in diesem Fall bin ich der Ansprechpartner, der Erste, wenn es um Förderthematiken geht, sowohl als auch bei auslegungstechnischen Fragen. Ein Moment, das Telefon noch nicht stumm geschalten. So, Entschuldigung. Keller Lufttechnik unterstützt Sie durchweg durch alle Instanzen eines Förderprojektes. Also es ist jetzt nicht nur, sage ich mal, bei der Festlegung des Konzeptes, sondern eben die Angebotsauslegung und auch parallel eben die Unterstützung, teilweise auch des Energieberaters, die Zuarbeit in Form von Schematas, in Form von technischen Daten,
Also da sind wir dann auch noch mit im Boot sozusagen. Und aufgrund unserer Erfahrung hat sich halt jetzt mittlerweile auch langjährige Kooperation eingestellt zwischen Keller Lufttechnik und externen Energieberatern. Und es sichert uns somit einen optimalen Ablauf bei der Beantragung und der Realisierung von Förderprojekten. Hier nochmal kurz als kleines Schemata dargestellt von der Reihenfolge her, wie man vorgeht bei einem Förderprojekt, wie man idealerweise oder wie der Ablauf aussehen sollte oder kann. Und zwar, wie schon erwähnt, wir beraten den Kunden vor Ort. Es wird das Verfahren, das Konzept wird festgelegt. Aufgrund dessen oder auf Basis dessen wird ein Angebot erstellt. Dieses Angebot geht dann je nachdem, welches Modul zum Energieberater. Der berechnet Ihnen vorab eine Fördersumme. Bis dahin kostet es noch nichts. Also der Energieberater ist bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht beauftragt. Und anschließend geht die Antragstellung zur BAFA durch den Energieberater oder eben durch Ihr Unternehmen. Und zwar, wenn Sie nach DIN ISO 50001 zertifiziert sind, können Sie theoretisch auch die Förderanträge selbst machen, bräuchten Sie theoretisch keinen externen Energieberater. Im fünften Schritt ist es dann so, dass man auf diesen Zuwendungsbescheid warten muss. Aktuell sind jetzt die Wartezeiten 4 bis 8 Wochen. Das kann je nach Phase, kann es auch manchmal länger, manchmal auch kürzer dauern. Aber das sind jetzt aktuell die Erfahrungen, wo wir haben. Und erst wenn dieser Zuwendungsbescheid eingetroffen ist von der BAFA, erst dann kann auch eine offizielle Bestellung der Anlage, der Absauganlage an uns gehen. Und anschließend folgt die Umsetzung des Projektes und nach Abschluss des Projektes folgen auch die Auszahlungen der Zuschüsse. Ganz wichtig, die Bestellung darf nur nach erfolgreicher Zustellung des Zuwendungsbescheides erfolgen. Daher, wenn Sie vielleicht aktuell an einem Projekt dran sind oder Sie aktuell vielleicht schon mit dem Gedanken spielen, Sie wissen, Sie könnten Ihre Anlage ertüchtigen und da Fördermittel abgreifen, bitte immer im Hintergrund behalten, dass man hier nochmal extra Zeit einplanen muss, bis man die Anlage wirklich offiziell bestellen kann. Kurz zur Erläuterung der ausschlaggebenden BAFA-Module 1 und 4, die uns betreffen. Und zwar Modul 1, Optimierung von Anlagen und Prozessen. Relevant für die Förderung von Einzelmaßnahmen, zum Beispiel Nachrüstung von Frequenzumformern, Umluftfunktion und effizienteren Ventilatoreinheiten. Also nochmal zur Erläuterung, man hat eine bestehende Anlage und hat jetzt, man weiß, die Anlage hat einen anderen Betriebspunkt mittlerweile, weil sich das Absaugnetz geändert hat. Und dann kann man da zum Beispiel einen anderen Ventilator auswählen und somit wäre das zum Beispiel nach Modul 1 förderfähig. Modul 4, energiebezogene Optimierung von Anlagen und Prozessen. Relevant für die Förderung von Gesamtanlagen, zum Beispiel neue Filteranlage inklusive einer Zuluftanlage sowie deren Verrohrung und benötigte Dienstleistungen. Hier noch Fallbeispiele entsprechend für die Module. Das Modul 1 zum Beispiel, eine bestehende Absauganlage soll energetisch optimiert werden. Und zwar könnte man hier zum Beispiel, wenn es eine bisher mit 100% Fortluft betriebene Anlage ist, könnte man zum Beispiel nach der Prüfung, nach der technischen Eignung sagen, okay, wir rüsten hier eine H13-Nachfilterstufe nach mit einer Sommer-Winter-Umschaltung der Fortluft. Somit können wir die warme, abgesaugte Luft wieder dem Produktionsraum oder dem Produktionsprozess hinzuführen. Und haben auch den Charme, dass zum Beispiel, wenn es jetzt wärmelastige Prozesse sind, dass man sagt, okay, im Sommer fahre ich die ganze Anlage im Fortluftbetrieb und in der Winterperiode schalte ich den kompletten Teil oder einen Teil in die Rückluft und habe somit ein deutliches Einsparpotenzial, was die Heizkosten angeht. Ist dann in diesem Fall auch förderfähig. Zum Modul 4, das wäre dann jetzt zum Beispiel eine Neuanlage nach Modul 4, ist nicht förderfähig, kann aber teilweise mittels Einzelmaßnahmen bzw. Ventilatorbetrieb mittels FU gefördert werden. Muss nochmal kurz zurückrudern. Also eine Neuanlage, die nach Modul 4 nicht förderfähig ist. Also es gibt Anlagen, wenn zum Beispiel der Prozess sagt, okay, man kann bloß mit
Fortluft fahren, also 100% zum Beispiel Fortluft, ja, dann wäre diese nach Modul 4 jetzt in dem Fall nicht förderfähig. Aber wenn jetzt die Anlage mit einem FU zum Beispiel ausgestattet ist und auch die Ventilatoren die entsprechenden Effizienzkriterien erfüllen, dann kann man zum Beispiel auch bei einer Neuanlage, auch wenn sie 100% Fortluft zum Beispiel fährt, kann man trotzdem diese zwei Komponenten separat fördern lassen. Und ja, so viel dazu. Und zwar für das Modul 1 ist kein Energieberater erforderlich. Und zwar für die Antragstellung nach Modul 1 reichen die technischen Datenblätter der jeweiligen Komponenten aus. Diese müssen dann entsprechende Effizienzkriterien erfüllen. Und wie gesagt, Modul 1 kein Energieberater in diesem Fall erforderlich. Hier nochmal als Anmerkung, dass der Energieberater nicht erforderlich ist und natürlich können wir Sie dahingehend unterstützen, wenn wir halt die Angebote ausgearbeitet haben und danach die erforderlichen technischen Datenblätter erforderlich sind oder gebraucht werden, reichen wir diese Ihnen natürlich nach und unterstützen Sie auch bei der Antragstellung, wenn da Hilfe gebraucht wird. Und ganz wichtig, bei Modul 1, der Antrag muss als erstes online gestellt werden, bevor eine Bestellung ausgelöst wird. Sonst verfällt der Förderanspruch. Also wie schon vorhin kurz erwähnt, man muss immer aufpassen bei der Antragstellung, welche Reihenfolge eingehalten werden muss, wann dann letztendlich bestellt werden kann. So, analog zu Modul 1 haben wir jetzt auch Fallbeispiele für das Modul 4. Modul 4 kommt hauptsächlich zum Einsatz bei Komplettanlagen, also bei Neuanlagen, das kann eine einzelne Filteranlage sein, das kann eine Filteranlage sein in Verbindung mit einer neuen Zuluftanlage, mit einer Wärmerückgewinnung. Also wie gesagt, Modul 1, das sind eher für einzelne Komponenten, für Einzelmaßnahmen. Und Modul 4 kann man sich so ein bisschen merken, ist dann eher, wenn Sie auf eine komplett neue Anlage absehen. Also das kann auch sein, wenn Sie jetzt eine bestehende Anlage haben, die ist eben nicht mehr effizient und der Prozess erfordert mittlerweile ganz andere Herausforderungen, dann greift auch das Modul 4, wenn Sie die Anlage zum Beispiel komplett erneuern sollten. Eine Neuanlage oder Ersatzanlage muss eine Einsparung gegenüber einer Referenzanlage, zum Beispiel Trockenabscheider mit 100% Fortluft oder einer bestehenden Anlage aufweisen. Das heißt konkret, wenn Sie jetzt zum Beispiel Ihre Anlage ersetzen, oder andersrum, Sie bauen auf einer grünen Wiese eine neue Halle, ja, und wir legen für Sie jetzt die Absaugtechnik aus, die von mir aus auch eine Zuluftanlagentechnik hat. Dann tut der Energieberater eine sogenannte Referenzanlage berechnen, weil man muss ja irgendwo eine Energieeinsparung herausweisen. Ja. Und wenn ich jetzt eine Neuanlage baue, dann habe ich ja nichts, wo ich es ja vergleichen kann. Und daher nimmt der Energieberater dann fiktiv eine Referenzanlage an, also die ist sozusagen der ungünstigste Fall, was den Energiebedarf angeht, und stellt sie dann praktisch der neuen Anlage mit eben einer Rückluftschaltung oder einer Wärmerückgewinnungseinheit dar, vergleicht die und ermittelt dann anhand dieser Differenz den eingesparten Energieeinsatz und kann dann somit die Förderung berechnen. Als Beispiel eine Neuanlage mit 50% Rückluftführung oder als Beispiel 2 eine Ersatzanlage, die zum Beispiel weiterhin mit 100% Fortluft gefahren werden muss, aufgrund des Absaugprozesses und wo man sozusagen die Luftnachführung über eine Zuluftanlage mit Wärmerückgewinnung zum Beispiel ausstattet. Also das sind jetzt einfach mal zwei Beispiele, wo auf jeden Fall nach Modul 4 gefördert werden können. Und wichtig hierbei bei Modul 4, hier ist der Energieberater immer erforderlich, beziehungsweise auch wenn Sie nach DIN ISO 50001 zertifiziert sind, können Sie das auch selber machen. Aber hier ist halt sehr viel Fachwissen erforderlich und man muss bedenken, dass man auch ein Konzept ausarbeiten muss. Ja, also das ist jetzt nicht auf ein, zwei Blättern dargestellt, sondern da ist viel Arbeit dahinter. Und wenn man sich das nicht zutraut, empfehlen wir dann auch den direkten Weg an einen Energieberater. Und wenn Sie da einen brauchen oder wenn Sie keinen kennen, können wir Ihnen da gerne unsere Kooperationspartner empfehlen. Und eben bei Modul 4 ist es eben wichtig, bevor die Bestellung ausgelöst werden kann, muss der Zuwendungsbescheid der BAFA eingegangen sein, sonst verfällt der Förderanspruch. Das haben wir vorhin kurz in dem kleinen schematischen Ablauf auch schon gesehen, beziehungsweise da hatte ich es schon erörtert. Also
Wie gesagt, immer daran denken, wenn es sich um eine förderfähige Anlage handelt, vor allem bei Modul, also explizit bei Modul 4. Modul 1 geht in der Regel deutlich viel schneller vonstatten. Da muss ja bloß der Antrag hochgeladen werden. Aber hier bei Modul 4, hier muss eben explizit darauf geachtet werden, dass der Zuwendungsbescheid da ist. So. Wie erfolgreich kann eine Förderung sein? Da haben wir ein kleines Praxisbeispiel parat für Sie. In diesem Fall zufälligerweise war ich auch der Projektleiter oder der Verantwortliche für das Gesamtprojekt. Und zwar haben wir da einen Neubau inklusive Erweiterung von Produktionskapazitäten für thermische Spritzanwendungen, ein paar Projektdaten. Und zwar ist man da wie folgt vorgegangen. Man hatte mit dem Kunden einen sogenannten Engineering-Auftrag ausgemacht, sodass wir erstmal alles grobe oder beziehungsweise alles erstmal in die Feinplanung bringen. Ja, darin enthalten war dann auch ein ordentliches Angebot auf Basis der Planung. Dabei wurden Anlagen, die 20 Jahre alt waren und älter, in Kombination mit neuen Filteranlagen praktisch zusammen geplant, ja, dass man die nicht alle entsorgen muss. Hat man die sozusagen technisch ertüchtigt. Und für den Lufthaushalt, um den wieder gleichzustellen, haben wir noch eine hocheffiziente Zuluftanlage mit insgesamt 54.000 Kubikmeter und einer Mehrfach-KVS-Wärmerückgewinnung ausgestattet. KVS bedeutet in dem Fall Kreislaufverbundsystem, um somit die Wärme nochmal zu nutzen, die, bevor sie nach außen geblasen wird. Ein paar Förderangaben zu diesem Projekt. Das Auftragsvolumen lag bei ca. 600.000 Euro. Und in diesem Fall konnten wir dem Kunden eine erfreulich hohe Förderquote ermöglichen. Und zwar waren das ca. 28%, also knappe 170.000 Euro, was er an Investitionszuschüssen bekommen wird. Und zwar kostet ihn dann nachher die Anlage im Endeffekt nur noch 432.000 Euro. So, hier noch ein kleines Bildchen, und zwar das ist das 3D-Layout der Anlage. Erörtere ich auch noch mal kurz. Hier sieht man vier einzelne Filterzellen. Das sind sozusagen unsere alten Varios. Die sind jetzt über 20 Jahre alt. Hier sieht man zwei neue Vario 5. Hier die Ventilatoren, die in einen nachgeschalteten KVS-Kühler reinblasen und anschließend die abgekühlte Luft nach oben herausblasen. Und hier unten als sehr großes Objekt dargestellt ist die Zuluftanlage mit der Zuluftansaugung. Wir haben eine Fallleitung mit einer Big Bag-Entsorgung. Und hier hinten sieht man das verstrickte Zu- und Abluftnetz für die Kabinen. Genau, ein sehr schönes Projekt. So, worauf warten? Bei Neuanschaffungen, Erweiterungen oder Modernisierungen von Filteranlagen stehen Ihnen unseren zuständigen Außendienstmitarbeiter zur Verfügung. Sprechen Sie uns an. Das Geld wartet auf Sie.